Vodafone will Kabel Deutschland nun doch nicht übernehmen, zumindest vorerst nicht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Vodafone die Übernahmepläne vorerst auf Eis gelegt hat. Informationen zum Übernahmevorhaben waren durch undichte Stellen an die Öffentlichkeit gedrungen. Diese Informationen verkomplizierten nun die internen Diskussionen. Ursprünglich wollte Vodafone, nach Vorlage der Kabel Deutschland-Bilanz, die Gespräche mit dem Kabelnetzbetreiber aufnehmen. Das Manager-Magazin hatte außerdem berichtet, dass bereits ein durchgerechneter Geschäftsplan beim Vodafone-Chef zur Abstimmung vorliegt. CW Color steigert 2012 den Gewinn und will nun die Dividende erhöhen. Der Gewinn nach Steuern legte um 1,3% auf knapp 18 Millionen Euro zu. Der Umsatz lag bei 503 Millionen Euro und erfüllte damit das Umsatzziel. In den vergangenen Jahren belastete die Umstellung von analoger auf digitale Fotografie das Geschäft des Fotoentwicklers. Den endgültigen Jahresabschluss veröffentlicht CW Color am 27. März. Singulus rechnet 2013 mit einem positiven Ergebnis. Alle drei Teilsegmente des Spezialmaschinenbauers sollen wachsen. 2012 stand allerdings noch ein Minus in der Bilanz. Der Gewinn lag bei minus 60 Millionen Euro, der Umsatz lag bei 108 Millionen Euro. Damit erfüllte Singulus die eigene Prognose.